2015 einzustimmen. Und das Ganze unter dem Thema, vor mir steht es, absolut sinnfrei. Der Mensch, meine Damen und Herren, ist im Wesen der Kunst auf den Fersen eigentlich seit Anbeginn der Welt, seitdem er mit Höhlenzeichnungen in den Stein oder seitdem er Höhlenzeichnungen in den Stein kratzte, seitdem er mit seinem Blut Pergament beschriftete, seitdem er vielleicht auch mit Lehm irgendwelche Skulpturen herstellte, womit er jedenfalls das ausdrücken wollte, was er erlebt hat. Es ging nicht um Information oder das, was er abgespeichert hatte, sondern es ging hier tatsächlich um etwas, wo er seinen Taten im Grunde genommen auch eine Darstellung folgen lassen wollte. Und die Möglichkeit, das eigene Tun und Handeln zu reflektieren, unterscheidet uns natürlich dann in dem Sinne nachhaltig von allen anderen Geschöpfen, indem wir uns also tatsächlich auch Gedanken darüber machen können und die dann auch dementsprechend äußern. Und das ist für mich und für viele andere auch irgendwo eindeutig der Beginn der Aufzeichnung der Sektor der Kunst, dass eben, wie gesagt, Menschen von Anbeginn der Zeit dieses tun wollten. Und bis zu unserem Tage aktuell und gerade in so einer Handelslandschaft wie einem Einkaufscenter ist es außergewöhnlich, dass wir zum 8. Mal einen Kunststern haben. Und Sie können sich vorstellen, das geht auch nicht geräuschlos über die Bühne. Und so hat sich auch tatsächlich zu der Kunst, nennen Sie mal eine Spiegellandschaft, gebildet. Sie ist entstanden, die uns sogar teilweise gelegentlich größer und mächtiger vorkommt als das Gewerk Kunst selbst. Was will ich damit sagen? Das heißt, so sehr wir oder der Mensch, der Künstler, nach einem künstlerischen Ausdruck drängt, scheint er auch bestrebt zu sein, dieser Kunst einen absoluten Wert beizumessen. Und nur zu häufig wird dann ein Kunstwerk oder wird auch eine solche Installierung wie der Kunststern, ich will nicht sagen missverstanden, aber er wird verurteilt und es wird zumindest nicht das erkannt, was dahinter steht. 8 Jahre heißt aber, und jetzt kommt das Positive daran, dass wir diesen Weg von Anfang an allesamt gegangen sind. Und wir haben feststellen müssen, dass es eben nicht nur so ist, dass man Kunst falsch verstehen kann, sondern man muss sich darauf einlassen. Und meine Meinung ist, dass, wirklich meine persönliche, dass niemand außer der Künstler selbst ein Kunstwerk erklären kann, allenfalls kann ein anderer seine persönlichen Eindrücke davon schildern. Und ich denke, mit dieser Aufgabe oder mit diesem Zeichen wollen wir auch nun in dieses Thema absolut sinnfrei einsteigen. Und so lautet nun der Titel der Ausstellung, wobei 120 Arbeiten aktuell aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Computer und Druckgrafik, Zeichnung, Skulptur, Video, Performance, Installation, neue Medien, Happening, Objekt, Design, Glaskunst, Multimedia, Plastik, Multiples, Schmuck, Keramik und Gewandkunst. Also eine ellenlange Liste, wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich davon 10 gewusst. Die anderen sind mir dann auch neu gewesen. Aber aus 540, und das ist wirklich, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 540 Bewerbungen aus ganz Deutschland, daraus hat eine Jury 120 Arbeiten ausgewählt. Und diese 120 Künstler oder die 540 Bewerbungen waren aus ganz Deutschland und auch aus dem benachbarten Ausland. Und das ist, denke ich mal, für uns, für alle Macher und auch für den Kunststern, der in sich lebt und sich trägt, eigentlich im Grunde genommen die Wertschätzung, dass die Künstler diesen Kunststern so wahrnehmen, wie er von Anfang an gedacht ist. Und dann kann man natürlich auch mal den Duden bemühen und sich Gedanken machen, was bedeutet das Wort sinnfrei. Das habe ich mir einfach gemacht und dann sieht man eigentlich mal, wie
sinnfrei interpretiert wird, sinnlos, aussichtslos, erfolglos, ergebnislos, fruchtlos, nutzlos, ohne Erfolg, Nutzen, ohne positives Ergebnis, ohne Sinn und Zweck, sinnentleert, überflüssig, umsonst, unfruchtbar, unnütz, vergebens, vergeblich, verlorene Liebesmüh, wertlos, wirkungslos, zu nichts nütze, zwecklos oder gehoben ausgedrückt unersprießlich, umgangssprachlich witzlos oder salopp gesagt für die Katz. Für mich, und ich denke für viele andere, bedeutet absolut sinnfrei emotional eigentlich genau das Gegenteil. Denn die meisten Arbeiten dieser Ausstellung, ich habe mir schon einige anschauen dürfen, machen mich erneut neugierig und entzünden diese seltsame und eigensinnige Flamme der Harmonie in mir. Es gibt einige Stücke, die würde ich erneut, ohne groß nachzudenken, unter den Arm mit nach Hause nehmen und an die Wand hängen oder aufstellen oder installieren und mich an diesen zu erfreuen. Ich hoffe Ihnen, oder ich denke Ihnen, wird das bei einigen Arbeiten genauso gehen. Und ich stelle fest, dass diese Stücke oder diese Arbeiten betrachte ich intensiver. Bleib länger stehen und möchte mehr darüber erfahren. Ich werde neugierig, warum diese Harmonie durch diese Arbeit in mir ausgelöst wird. Und ich möchte wissen, warum sie so wirken, wie sie wirken. Nun denn, ich konnte Ihnen mit diesen wenigen Worten nur mitteilen, was ich persönlich denke und empfinde. Aber ehrlich gesagt wird Ihnen das nichts nützen. Gar nichts. Es ist sinnlos, sinnfrei. Absolut sinnfrei bedeutet, Sie müssen schon auf Ihre eigene Reise gehen. Sie müssen auf Ihre Entdeckungsreise gehen und Sie müssen feststellen, was absolut sinnfrei für Sie bedeutet. Dazu wünsche ich Ihnen im Namen der Werbegemeinschaft, im Namen aller Verantwortlichen und natürlich erst recht aller Künstler viel Vergnügen. Weiterhin, und ich hatte es vorhin schon angekündigt, und ich bin mir nicht so ganz sicher, als ich die ersten Töne gehört habe, habe ich das Kabel gesucht, die Antenne gesucht. Da muss doch ein MP3-Player irgendwo stecken. Aber nichts besser als Alien Voices drückt das aus, was Kolja Simon und Felix Mönnich uns gerade präsentiert haben. Und das muss ich Ihnen einfach so ablesen. Oberton und Kehlgesang trifft auf Elektronik und Tribal oder Tribal Beats. Kolja Simon, der passionierte Oberton- und Kehlsänger, ist ein Autodidakt, der sich seine Sangeskunst beim Singen mit Baumaschinen eingeeignet hat. Felix Mönnich entdeckte seine Liebe zur Musik am Synthesizer. Später erlernte er, vergleichbare Töne mit seiner Stimme zu produzieren. Das kommt eigentlich dem auch sehr nahe. Das waren wirklich total digitale Klänge, die man aus dem Mund oder aus dem Oberkörper von ihnen hat hören können. Und die Klangfarbe jeder Stimme besteht aus Teiltönen, die mit speziellen Vokaltechniken hörbar gemacht werden können. Die Tradition von Kehlgesängen wird seit Menschengedenken gepflegt. Sind wir wieder da, wo ich vorhin war? Besonders in Asien, zum Beispiel in der Mongolei und im angrenzenden Tuva, und die Einflüsse verschiedenster Gesangsstile, die sich auf dem Erdball entwickelt haben, manifestieren sich in der Stimme von Felix und Kolja. Sie sind bekannt unter dem Namen Alien Voices und Sie werden Sie gleich auf diese Reise mitnehmen und das meine ich jetzt wortwörtlich, mit in die Ladenlokale, mit in die Räume, wo wir den Kunststern aufgehängt haben, damit Sie ihn entdecken können, für sich erschließen können und emotional vielleicht auch in Ihr Herz schließen können. Vielen Dank und einen schönen Abend.